Skelett. Willst du nicht ein bisschen vortreten? Da ist nämlich Lava. Komm mal her. Bist du gerade an unserem Lavabrunnen? Oder ach nee, du bist Nein. unten in der Höhle. Ah. Er will nicht. Ich erreiche ihn nicht. Schade. Nächstes Mal, nächstes Mal. Beim nächsten Mal. So, wo ist hier? Nehmen wir erstmal hier noch ein bisschen Kohle mit. Also hier wimmelt es vor Kohle irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das Silber schon abgebaut hattest beim letzten Mal. Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist nämlich schon relativ lange her. Richtig. Aber ich muss sagen, nach der langen Zeit macht das Spielen so viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, was man machen wollte. Ich habe ja auch so einen Zettel parat gelegt, den habe ich jetzt im Vorhinein auch nicht wieder rausgesucht, ne? Und ich weiß auch nicht so wirklich, was ich sagen soll, weil man ist langsam aber sicher raus. Wieder. Echt? Findest du? Ja. Ich nicht. Mir macht es gerade richtig Spaß wieder zu bauen. Also, aber man kommt hier auch wieder rein, man kommt hier auch wieder rein. Wir machen das ja wieder regelmäßig jetzt. So, das wird ja jetzt nicht mehr so eine lange Pause geben. Nie wieder. Ich hoffe. Na, nie wieder sagt das nicht, ne? Nachher. Also sorry, aber zur Not quetsche ich das halt zwischen Abiturkonzert und was weiß ich was rein. Aber das ist, geht ja wohl gar nicht. Wie lang war das jetzt nicht? Monat? Länger, glaube ich. Zwei. Nee, so lang war es nicht. Das kommt uns nur so lang vor, glaube ich. So lang war das gar nicht. Ah, Scheiße. Kann ich ja gleich mal nachgucken. Richtig viel Kohle unten da. Echt? So viel? Ja, wirklich. So richtig, richtig viel? Ja. Tauch auf! Oh, so. So. Und so. Überleg mal, wie lange ich schon bin und ich habe schon einen Stack und einen halben Stack, also anderthalb Stacks Kohle hier rausgeholt. Okay, das ist ein bisschen was. Ich brauche ein neues Jungle Wood. Ich gehe schnell in den Wald und hole mir ein bisschen Jungle Wood. Da, glaube ich, wäre das Jetpack ganz hilfreich in dem Moment. Weil da kannst du nämlich auf so einen hässlichen Baum rauffliegen und den einfach von oben runterknatzen. Genau. Weil das ist bei diesem Jungle Wood. Ach Mann, der Bohrer geht ja gar nicht gegen Bäume. Richtig, da musst du, da habe ich eine. Habe ich da nicht irgendwo eine Kettensäge? Ja, du hast da so eine Säge drin. Ja, nee, Kettensäge hast du nicht. Eine normale Kettensäge. Doch, ich habe irgendwann eine Kettensäge gebaut. Da bin ich mir ganz sicher. Die muss irgendwo in der Kiste sein. Sicher. Ganz sicher. Ganz sicher habe ich mal eine Kettensäge gebaut. Ah, ja, Kettensäge. Chainsaw. Da ist er ja. Du bist so ein Kettensägen-Mensch, ne? Hallo, Creeper. Und da hinten ist noch ein Skelett. Alter, ist das krank. Wie wenig Energie hat denn diese Kettensäge? Die ist ja innerhalb von 0, nichts aufgeladen. Genau wie der Drill auch. Ich habe das Gefühl, das Powerlevel von unserer Bedbox hat sich einfach ins Unermessliche gesteigert. Nein, nicht wirklich. Da sind 40.000 drin. Ja, und? Das war schon irgendwie. Oh Junge, die macht ja auch noch geile Geräusche. Na klar, das ist ja. Warum macht der Bohrer eigentlich keine Geräusche? Das wäre, glaube ich, zu annoying. Warum macht die keine Geräusche, wenn man abbaut? Macht sie doch. Nein, aber ich will so. Beim Bohrer jetzt, oder was? Nee, bei der Kettensäge. Weißt du, ich will dieses. Dieses richtige Zufräsen dann. Nee, so Funktion bietet Minecraft ja leider nicht. Also die Grundlage ist. Nee, echt nicht? Nee. Aber im Modding müsste das doch normalerweise gehen. Du kannst einfach in Java schreiben, oder? Ja, also, dass das Item Geräusch von sich gibt. Dann kannst du auch sagen, when in use oder irgendwie sowas, dann. Ich glaube, man sollte sich bei einigen Sachen auch aufs Wesentliche beschränken und die Mod nicht unnötig groß machen, ne? Ich meine, nachher hast du so Modifikationen wie EMC, die bei rauskommen, wo du dir einfach mal ein Perpetuum Mobile basteln kannst, was sogar so viel abwirft, dass du davon leben kannst. Ein Perpetuum Mobile? Ja. Damit kannst Ist das nicht einfach nur ein reibungsfreies Fahrzeug? Ein Perpetuum Mobile lebt aus sich selbst. Du musst nur einmal Energie hinzufügen und dann braucht dieses Ding nie wieder Energie. Das ist krass. Ich dachte auch, das bewegt sich doch reibungsfrei, oder? Deswegen hat der Typ einen Eisenschwert.
Deswegen wird die Energie doch nicht verloren, oder? Weil es eben reibungsfrei sich bewegt. Richtig, weil es sich reibungsfrei bewegt. Das ist auch richtig. Aber im Grundsatz, so ein EMC Perpetuum Mobile basiert grundsätzlich auf... Ja, worauf basiert das grundsätzlich? Ich meine fast... du verbrennst Blazewatts. Du erzeugst Blazewatts und erzeugst dadurch irgendwann Diamanten. Und daraus werden halt noch mehr Energie erzeugt. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann hast du eine unendliche... Unendlich Energie und unendlich Blazewatts. Und unendlich... Diamanten. Willst du schlafen gehen? Ich bin hier. Ist ja krank. Ja, ich muss noch schnell hier die Holzumrandung fertig machen. Das dauert nur noch eine Sekunde. Sieht aber mittlerweile schon recht nice aus hier unser Feld. Mhm. Holz. Du müsstest noch diesen Inventory-Mod reinmachen. Inventory-Tweak oder so heißt das Ding doch, ne? Dass er automatisch nachzieht. Brauchst du nicht. Achso, und don't touch a running system. Macht dann teilweise. Weißt du, ich hab so herausgefunden, einige Mods sind gut, andere sind nicht so gut. Und ich würde gerne meine Konfiguration beibehalten. Deswegen spielen wir ja jetzt hier auch auf 1.6.4, ne? Ja, ja, und don't touch a running system. Genau. Hier sind so. Wie viele Mods sind hier nochmal drin? 12, ne? 12 Mods loaded, oder? Steht doch am Anfang. Oder wie viel steht da? 20, 28. Aber ein paar Mods sind ja auch unter Modifikationen, weißt du? Achso. Warte, ich muss gerade noch schnell irgendwas braten. Warten. Oh, hallo, oh, Spinne. Na, was geht? Feige von hinten angreifen, das kannst du nicht. Wo ist die Spinne? Kettensäge. Zille. Ah, Mr. Chainsaw. Jetzt kannst du Chainsaw Lolli. Ich glaube, es ist genug. Ich glaube auch. So, ich habe wieder 3 Steaks übrigens, die ich aber gerade schnell wieder 2 Stück von vermampfen muss. Hast du eigentlich für Nachwuchs gesorgt bei den Küchen? Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen? Ein bisschen. Bisschen. Hast du einen Diamanten eigentlich gefunden? Nein, habe ich nicht. Wir haben nämlich noch einen Diamanten. Richtig, wir können uns aber demnächst welche pressen. Ja. Ah, geil. Das hat was. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen demnächst mal wieder ein bisschen Cobblestone. Cobblestone? Cobblestone, genau. Ah, hallo Creeper. Hier ist doch noch ganz viel Stone. Ich rede von Cobblestone und nicht von Stone. Ach, du willst nur puren Cobblestone? Scheiße. Puren Cobblestone, den können wir dann zu Stone machen. Du, das Gebäude wird hochgezogen, das weißt du, ne? Ach so. Ja, ich kann ja mal ein bisschen Cobblestone farmen gehen nachher. Wie farmen? Ja, darunter der rausreißen. Ja. Okay. Vielleicht eventuell mit einem Sinn von einem Keller. Vielleicht unser Haus ein Keller? Ja, kriegt es. Dann baue ich einfach einen großen, riesen Kellerraum. Das hat doch was. Mhm, bestimmt. Hier ist übrigens noch so eine, hier ist eine Diamond Handsaw drin, ne? Ja, das ist was anderes. Aber die macht doch auch Sägen. Ja, aber keine Bäume. Die sägt was anderes. Die was sägt die denn? Blöcke. In was? Kleinere Blöcke. Sogenannte Microblocks. Ja, im Ernst. Und was kann man mit diesen Microblocks nachher machen? Ein bisschen dekorieren, ein bisschen was anderes daraus bauen. Wie groß sind die Microblocks dann? Naja, eben ein Teil eines Blocks. Zum Beispiel kannst du damit Cover machen. Das heißt, du kannst ein bestimmtes Kabel, einen bestimmten Typ von Kabel verlegen und dann Cover drauf batschen, sodass das so aussieht, als wäre das ein Block. Ah, okay. Aber eigentlich ist das ein Kabel. So, mit diesen Microblocks kannst du zum Beispiel auch Jacketed-Kabel machen, also gebündelte Kabel, ne?
Sowas alles um. Übrigens, scheinbar scheint dein System nicht ganz zu funktionieren. Also ich habe hier immer so ein... Es ist total komisch. Ich habe hier vorne ist alles dicht, aber hinten wird das nicht so richtig wässrig in der letzten Reihe. Inwiefern dicht? Also die werden nicht alle bewässert, die Felder. Die letzte Reihe wird nicht bewässert. Auf jeden Fall nicht überall. Wo das denn? Ist total komisch. Hier, die gehen immer wieder zurück. Ja, extrem weil du hier strange. Weg gebaut hast. Ich habe eigentlich nur ein Kanal war vorhanden und der nächste Kanal sollte eigentlich zugebaut werden. Heißt? Da fehlt eigentlich Wasser. Hier soll Wasser hin? Eigentlich soll da Wasser hin. Bau das mal ab und klatsch da mal Wasser hin. Hast du noch ein bisschen Junglewood übrig dann? Ja, ich habe noch genug. Dann gib mir das gleich nachher mal. Wir können ja hier auch einfach eine Brücke bauen. Ja, will ich also ja aus. Sozial. Eigentlich aus Stufen. Jetzt muss ich auch noch eine ganze Scheiße tauchen. La 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 la. So, Eimerchen haben wir da. Dann holen wir uns mal kurz ein bisschen Wasser. Ich habe hier schon einen Eimer dabei. Achso, ich habe auch einen Eimer. Ich hole Wasser. Ich hole auch Wasser. Aber von hier oben, ne? Wieso? Wieso nicht von hier? Na, sonst fließt das nachher doch nicht mehr so gut. Doch, das fließt. Achso, aber hier müssen wir dann und dazu machen, ne? Wie? Hier müssen wir zumachen. Oh, müssen wir zumachen. Weil sonst fließt das Wasser nicht richtig. Hier ist das Problem, das. Bei den Bewässerungskanälen. Ach ja, stimmt. Scheiße, das habe ich ja jetzt ausgehoben, ne? Ja, wenn ich da das Wasser drauf kippe, dann fließt das so behindert und das ist ja auch nicht schön. So. So war das von dir geplant. Achso. Ich dachte, bewässern die nicht 5? Bewässern die echt nur 4 oder wie viel bewässern die? Die bewässern 5. Aber warum... 4, ja stimmt, die bewässern 4, ja. Weil dann hätten wir das mit 4 machen müssen, so. Oder halt mit 8. Und dann auf beiden Seiten Wasser. Wasser holen. Ja, du kannst doch einfach hier, aus den Bewässerungskanälen. Ach ja, stimmt, das fließt ja wieder zurück, ne? Ja. Es sei denn, ich entferne die Quelle. Ja, genau. Das sollte man dann natürlich nicht tun. Wieso fließt da gerade kein Wasser nach? Wo denn? Ich habe das Gefühl, ich bagge gerade ganz schön. Der lädt einfach bei mir die Wasser... Da nicht, dass da Wasser ist. Da. Okay, das ist nicht gut. Du solltest nochmal überdenken, gleichzeitig zu rendern und zu spielen. Ja, es ist, ja. Ich dachte eigentlich, dass er etwas schneller rendert, weil auf 1080p habe ich das Ganze schon gerendert. Das ging 3 Stunden oder so. Ja, und auf 1080p reicht es, weil keiner guckt sich ein Intro in 4K an, weil ehe dein Intro durch ist, ist erstmal das Video in 4K geladen. Ich weiß, das Intro soll auch nur deswegen auf 2K, dass wenn ich eventuell später Videos auf 2K hochlade, dass das Intro dann dementsprechend auch zudem, ja, brauche ich die High... Nein, zudem brauche ich die High-End, also dieses High-End, die High-End-Auflösung im Endeffekt und dieses in Zusammenhang mit dem Anti-Aliasing, damit mein komischer Texturenfehler weggeht, weil der die Texturierung da nicht richtig lädt. Also das Material wird einfach nicht richtig geladen. Und wenn ich jetzt aber Kantenglättung draufballer, habe ich getestet in einer Einzelbildrenderung, dann ist das weg, weil er dann die Kanten glättet. Dann sieht das Ganze wesentlich besser aus. Ja, und dafür brauchst du 2K oder was? Nee, aber 2K an sich dauert einfach nur 5 Minuten länger als 1080p. Ja, das Problem ist die Kantenglättung. Die Kantenglättung haut so derbe drauf. Da braucht er für ein Bild 30 Minuten. Ich wollte Seeds holen. Wo hast du die Seeds hin? Kiste. Ich Seeds es nicht. Kiste. Flex. Wo sind normale? Auch da eine Kiste. Sicher? Ganz sicher. Da sind aber noch 48 da. Ja und?
Weiß ich nicht. Mhm. Wir haben noch nicht mehr gemacht. Ja, okay, dann wenn das so ist, na dann auch, ja. So, Flex jetzt. Wie viele Felder Flex, wie viele Felder normal? Halbe? Oder, nee, halbe. Flex, machen wir Flex ein Feld und den Rest drei Felder. Dann. So, ich habe meinen schönen Zettel gefunden. Ah, ich habe mich schon gerade gewundert, warum das gerade so laut ist im Hintergrund. La. Was wollten wir denn alles tun? Lies mal vor aus deinem schlauen Zettel. Hallo? Ja, nö, erzähl ich dir jetzt nicht. Haben wir noch Half-Steps, Stein irgendwo? Bestimmt, hast du was, ne? hast du das jetzt gerade erst gehört, was ich dich gefragt habe? Nein, habe ich nicht. Ach so, ich dachte schon. Ich war gerade schon. Hör auf damit. Ich krieg da immer einen halben Herzinfarkt, wenn ich in unmittelbarer. Nicht direkt antworten. Guck mal in die Kisten, ob wir noch irgendwo Stein-Half-Slaps haben. Stein-Half-Slap? Ja, habe ich gerade eben gesehen. Okay, das ist gut. In der ersten, ganz links. Das ist immer gut. Aber auch nur noch 20 oder so, glaube ich. Ah nee, in der zweiten links war es, glaube ich, sogar. In der Seeds-Kiste waren die fälschlicherweise drin. So, und jetzt muss ich noch Zäunchen machen. Soll ich Zaun auch aus dem Junglewood machen oder aus dem Oakwood? Mir ist das gleich. Theoretisch. Ich hab grad Junglewood dabei, mach ich's aus Junglewood. So. So. Also. Wir brauchen hier Stein, weil ich ziehe ja hier noch. Ich muss ja noch die Wände hochziehen. Vorne und hinten und. Weißt du? Ja, ich weiß schon. Ich hole jetzt nachher Stone. Soll ich eigentlich nicht direkt Stone abbauen mit Silk Touch oder so? Hast du Silk Touch? Haben wir irgendwas zum Zaubern? Ich hab 30 Levels. Ja, weißt du denn, wie wir Silk haben Obsidian. Geht? Ja. Ach so, du hast ja gar kein. Ich habe einen Mod drin, normalerweise, mit dem man auch auswählen kann, was man zaubert. Ja, das ist natürlich doof, ne? Den habe ich natürlich nicht drin. Ja, heißt, das ist natürlich immer gut Glück. Obwohl, ich könnte mal nebenbei die Wikipedia hier aufmachen. Und dann? Also Minecraft-Wiki und schauen, ob. Da sind diese ganzen Zeichen erklärt. Weil das ist ja tatsächlich eine eigene Sprache. Also, die Zeichen bedeuten wirklich was. Ja, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte Zäune basteln. Hier, 50 Stück nur. Ich habe mein ganzes Holz verballert. Nur 50 Zäune raus. Warum gibt es eigentlich keinen Extractor für Holz oder so? Warum soll es einen Extractor für Holz geben? Ja, weil man da nicht immer so viel Holz bräuchte. Weißt du, so wie bei Gummi, dass du mehr rausbekommst. Oder wie beim Zerkleinern von Rohstoffen. Wollen wir dann gleich schlafen gehen? Ja, ich habe jetzt gerade alle Zäune angebracht, mehr habe ich eh nicht. Ich baue die Reihe hier noch zu Ende. Willst du mit der Kettensäge schlafen? Hör mal, ich hol gleich mal meinen Lümmel raus, ne? Ja, dann ist er ab, Junge. Ach du Scheiße. Oha, wird das noch riesig. Das zweite Obergeschoss. Ja, das erste Obergeschoss. So rum. Hallo. Jetzt will der Onkel Doktor erstmal gucken, was dir fehlt. Ja. Danke, du hast mein Bett abgeschlagen.